Ich brauche einen Mann mit Ihren Fähigkeiten. Ich bin nicht käuflich. Ich bin vereidigter Leutnant. Wir brauchen Ihre Hilfe. Wir sind anständige Leute, die aus ihren Häusern vertrieben werden. Kaltblütig abgeschlachtet. Sie sinnen also nach Rache? Ich sinne nach Gerechtigkeit. Aber ich nehme auch Rache. Wir suchen Männer für einen Auftrag. Ist er schwer? Unmöglich. Ich brauche ein paar mehr, die uns helfen zu kämpfen. Wie viele hast du bis jetzt? Gestattet, dass ich euch was zeige. Ich glaube, der Bär da trägt Menschenkleidung. Ich sehe, wir freunden uns an. Was für ein Trupp von Straßenkötern. Sag deinem Boss, wenn er die Stadt will, soll er zu mir kommen. Wieso kämpfen sie für andere? Das ist nicht ihr Kampf. Diese Menschen verdienen ihr Leben zurück. Schieß verdammt nochmal! Schätze, der Totengräber macht bei dieser Sache ein gutes Geschäft. Es wird kein gutes Ende nehmen. Ihr müsst kassen, worauf ihr schießt! Wie viele Männer sagst du? Das war der zweite Trailer zu Die glorreichen Sieben, den uns Sony Pictures voraussichtlich ab dem 29. September 2016 in die deutschen Kinos bringt. Das Ganze ist ein Remake der 1960er-Version und ich mag wieder das Pacing im Trailer. Geile Musik, gut geschnitten, schöne Action und das Ganze als Western verpackt mit einem starken Cast. Peter Sarsgaard drin, Denzel Washington, Chris Pratt, Ethan Hawke. Und sind wir ehrlich, schlechte Filme mit Denzel Washington, die gibt es ja gar nicht so wirklich, dass ich hier also richtig große Hoffnung habe, dass wir ein feines Remake haben. Zumindest der Look und die Action verspricht, dass das Ganze sehr unterhaltsam und gleichzeitig cool werden könnte. Hier, der zweite Trailer hat einige Elemente vom ersten Trailer. Ansonsten, wie man die ganzen einzelnen Figuren kurz vorstellt, ist beispielsweise neu, fügt sich gut ein, sodass mir das Lust macht auf mehr. Und es ist die Geschichte von einer kleinen Stadt namens Rose Creek und die Einwohner dort werden drangsaliert, sie werden terrorisiert von einem Geschäftsmann, der mordet, der einfach sehr viel Gewalt ausübt und sie flehen einen Mann an einen Kopfgeldjäger, dass er ihnen hilft und er stellt eine Truppe aus 7 Leuten zusammen, eben die glorreichen 7, die diese Stadt befreien wollen und sollen und dabei geht es, wie sie herausfinden, mehr als nur um Geld und ich bin gespannt, mir diese Geschichte dann auf der großen Leinwand anzusehen. Was sagt ihr denn zum neuen Trailer von die glorreichen 7? Schreibt es gerne in die Kommentare und ich hoffe, ihr seid morgen wieder mit dabei, natürlich um 3.